Der ganze Beef war einfach nur ein Fake. Capital und Barello streiten plötzlich im Internet. Es fallen sehr harte Beleidigungen und die passende Antwort gibt es dann auch. Doch scheinbar war im Vorfeld alles abgesprochen. Eine typische Herangehensweise bei den meisten TikToker. Und trotzdem fallen die Leute immer wieder drauf rein. Dass aber Capital da mitmacht, damit hat keiner gerechnet. Doch als Barello plötzlich andere Leute involviert, kippt die Stimmung. Denn der Rapper fühlt sich hintergangen. Er will mit dem TikToker und dem Rücken abrechnen. In seinem Statement heißt es nun: Es war alles abgesprochen und jetzt willst du mich zum Mörder machen? Ich wollte dir ein bisschen Fame geben. Du hast mich beleidigt, ich hab dich beleidigt. Wir haben uns vertragen und jetzt nur weil paar Araber-Clans dir was vorschreiben, willst du mich f***? Freitag kommt die Abrechnung. Keiner sollte vor diesen Leuten Angst haben. Und noch was an alle Leute, die mich kennen. Ich will niemandem was Schlechtes. Ich will eigentlich nur das Beste für jeden. Aber diese Leute wollen mir nur schaden, mir Steine in den Weg legen und mir Angst machen und meine Psyche angreifen. Sie nutzen ihre Kontakte, um mir zu schaden. Aber Gott ist groß. Und noch was, diese Leute haben meiner Meinung nach nichts in Musik und Social Media zu suchen. Das ist wie Krebs für uns alle. Ich wünsche euch nur das Beste vom Herzen. Ich liebe euch alle. Und lasst das mit den Zusammenschneiden von Sprachnachrichten. Übrigens, direkt im Anschluss war Barello wieder live mit ein paar anderen Leuten und hat über Capital gesprochen. Kurz, Capi, ich mein's jetzt richtig ernst. Wallah, bei Allah, ich mein's richtig ernst. Du lässt Barello in Ruhe oder ich werde alte Videos. Ey, kann ich gesperrt werden, Barello? Nein, kannst du nicht. Du bist erlaubt. Aber zeig nichts. Barello, was ist los? Was sagst du? Capital Bra will mich einschüchtern. Er hat mir gedroht, dass er mich töten will. Wann? Heute. Wo? Insta. Niemals. Bild-Zeitung muss berichten. Okay, ganz kurz. Wallah, er hat dir gedroht? Wallah. Warum? Was hast du wieder gemacht? Nichts, aber wegen früher. Also ein anderer Rapper hat Ansage an ihn gemacht, er traut sich nicht an ihn, er geht auf mich. Obwohl ich nichts gemacht habe, obwohl ich mich entschuldigen wollte. Und jetzt hast du Angst vor Capi? Er hat mir gesagt, egal wen du holst. Barello, nicht jemand kann dir helfen. Du hast Angst vor Capi? Muss ich dich? Nach dieser Drohung? Mach mal einen Boxkampf gegen Capi. Ich entschuldige mich, habe ich ihm gesagt, aber er will nicht. Alle, sagt er. Hat er uns gerade auch beleidigt? Ja, alle. Hör mal zu, jetzt redet Kurti mal, bleib mal so stehen. Okay, was zu jetzt? Hör mal zu, jetzt redet Kurti mal mit dir. Benimm dich, Junge. Lass mich nicht reinkommen. Wallah, wenn ich komme, ich trete auf deinen Kopf, ich meine das ernst. Pass auf, mit wem du dich hinlegst. Du kleiner Rapper, du denkst, du bist Mann? Benimm dich, du redest gerade mit Kurti, ja? Wallah, wenn ich da hinkomme, ich rede auf deinen Kopf. Hey Daniel, ja? Bist du das? Und für dich hole ich auch eine Granatapfel. Benehm dich. Alles hat seine Grenze. Wenn Barello bei dir Scheiße gebaut, soll er sich entschuldigen. Aber rede mit Respekt. Mich kennst du nicht. Benehm dich. Ja, Maniac. Ja, Wussi. An die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr, ist der ganze Song und der Beef sogar geplant? Oder fühlt sich Capital doch irgendwie verarscht? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.